Wir haben hier am Hartbergbad auf dem Gelände eine 500 Kilo englische Fliegerbombe gefunden. Wir müssen jetzt entsprechende Evakuierungsmaßnahmen im Radius von 500 Metern durchführen, um dann dieses Kampfmittel entschärfen zu können. Das betrifft zumindest laut Einwohnermeldedaten ca. 2000 Personen, die evakuiert werden müssen. Wir haben insofern Glück, dass erstmal sehr viel Grünflächen ums Schwimmbad herum sind. Das BMVG ist betroffen. Fürs BMVG ist aber nur ein Teil betroffen, das ist unkritisch. Wir haben keine kritische Infrastruktur ansonsten hier tatsächlich im Radius drin, also insbesondere kein Altenheim. Das Krankenhaus ist auch außerhalb. Wir können auch eine Anfahrt dorthin gewährleisten. Also das ist für uns ganz gut handelbar. Nichtsdestotrotz ist es ein großer Aufwand natürlich.
zweite Auto nehme. Weltkrieg auf dem Gelände des Hartwerkbades gefunden. Der Evakuierungsbereich wurde auf 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Dieser Bereich wird abgesperrt und muss umgehend verlassen werden. In der Hartwerkhalle, Gaußstraße 1, 53125 Bonn, Gaußstraße 1, 53125 Bonn, ist eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet. Gekennzeichnete Evakuierungsbusse der Stadtwerke Bonn stehen zur Verfügung und können für die Fahrt dorthin genutzt werden. Am heutigen Tag wurde ein Bombenentgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des Hartwerkbades gefunden. Der Evakuierungsbereich wurde auf 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Dieser Bereich wird abgesperrt und muss umgehend verlassen werden. In der Hartwerkhalle, Gaußstraße 1, 53125 Bonn, Gaußstraße 1, 53125 Bonn, ist eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet. Gekennzeichnete Evakuierungsbusse der Stadt der Bonn stehen zur Verfügung und können für die Fahrt dorthin genutzt werden. Für die Fahrt dorthin genutzt werden.